Das winzige Fürstentum Liechtenstein, das sich auf einer Länge von nur 25 Kilometern erstreckt, war kurz davor, das riesige Territorium Alaska von Russland zu kaufen und damit den USA zuvorzukommen. Die Geschichte klingt zu unglaublich, um wahr zu sein, weshalb sie lange nur als Gerücht abgetan wurde. Mittlerweile wurde sie aber vom Fürsten Liechtensteins höchstpersönlich bestätigt. Wir schauen uns heute also die unglaubliche Geschichte an, warum Liechtenstein fast Alaska gekauft hätte. Alaska wurde ab dem 18. Jahrhundert von Russland besetzt, das es vor allem als Ausgangspunkt für die Pelzjagd nutzte. Russland verschob seine Grenzen nämlich in den Jahrhunderten davor immer weiter nach Osten und überquerte schließlich die Beringstraße, um ebenfalls Teile des amerikanischen Kontinents in Besitz zu nehmen. Es wurde dabei aber relativ schnell klar, dass sich Russland mit der Eroberung Alaskas überdehnt hatte, da das Gebiet mittlerweile einfach zu weit vom russischen Zentrum entfernt war. Zudem war nach einem Jahrhundert bereits ein Großteil der Seeorte ausgerottet, wodurch der Pelzhandel immer schwieriger wurde. Und es bekam außerdem immer größere Konkurrenz durch andere Kolonialmächte, besonders durch die Briten. Russland hätte es im Fall eines Überfalls Großbritanniens nicht verteidigen können, man wollte aber eine weitere Expansion des britischen Empires unbedingt vermeiden. Und so stand schließlich fest, dass Alaska verkauft werden musste. Die Russen begaben sich also auf die Suche nach einem potenziellen Käufer, wobei dies unbedingt ein Land sein musste, welches den Russen keine Konkurrenz machen würde und auch keine Bedrohung für die fernöstlichen russischen Gebiete darstellen würde. Wie wir wissen, fiel die Wahl schließlich auf die zu dieser Zeit expandierenden Vereinigten Staaten. Sie erhielten den Zuschlag für Alaska im Jahr 1867 für 7,2 Millionen Dollar, was heute umgerechnet ungefähr 120 Millionen Dollar entsprechen würde. Was dabei aber lange Zeit unerwähnt blieb, war, dass die Vereinigten Staaten nicht der einzige Staat waren, mit denen die Russen verhandelten. Erst in den letzten Jahren wurde die ganze Geschichte der Verhandlungen über Alaska öffentlich. Sogar noch bevor mit den USA über einen Kauf gesprochen wurde, wandte sich Zar Alexander II. Nämlich an den Fürsten von Liechtenstein, zu dem er damals gute Beziehungen hatte, und er bot ihm das riesige Territorium zum Kauf an. Und um nochmal die unglaublichen Maßstäbe zu vergleichen, muss man sich die Fläche von Alaska und Liechtenstein nochmal anschauen. Alaska ist nämlich fast 11.000 Mal größer als Liechtenstein, was bedeutet, dass der Kauf Liechtenstein auf einen Schlag zu einer der größten Kolonialmächte gemacht hätte. Der Fürst lehnte allerdings ab. Er hätte zwar die finanziellen Mittel dazu gehabt, sah aber abgesehen von der Pelzjagd keinen allzu großen Wert in dem Territorium, weshalb er Alaska einem anderen Käufer überließ. Und für diesen anderen Käufer, die Vereinigten Staaten, stellte sich der Kauf des Gebiets als wahrer Segen heraus. Nur kurz Zeit später setzte nämlich ein Goldrausch ein und es wurde das schwarze Gold Erdöl in Alaska gefunden. Zudem wurde es aufgrund seiner strategischen Lage unverzichtbar für die USA. Der Erfolg von Alaska kam dabei aber ganz zum Leidwesen von Liechtenstein, das sich bis heute darüber ärgert, damals nicht zugeschlagen zu haben. Die Geschichte der Liechtensteiner Kaufverhandlungen über Alaska kam dabei erst in den letzten Jahren auf und wurde zunächst als Gerücht abgetan. 2018 wandte sich aber der Fürst von Liechtenstein mit einem Leserbrief an die Liechtensteinische Zeitung und bestätigte die Wahrheit der Geschichte und sprach auch darüber, dass es oft Bedauern in der Fürstenfamilie über das Ausschlagen des Angebots gab. Man muss auf der anderen Seite aber auch dazu sagen, dass es höchst ungewiss gewesen wäre, inwiefern Liechtenstein es damals geschafft hätte, die Kolonie zu verwalten und vor allem zu verteidigen. Die Zwergstadt hat ja heute lediglich 38.000 Einwohner, zur Zeit des Alaska-Kaufs sogar nur ca. 8.000 Einwohner. Und da auch andere europäische Mächte, eben allen voran die Briten und auch die Spanier, ein großes Interesse an Alaska hatten, wäre das Territorium wahrscheinlich früher oder später von diesen überfallen und annektiert worden. Liechtenstein war im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten einfach nicht mächtig genug und war zudem geografisch einfach zu weit entfernt von Alaska. Zudem hatte Liechtenstein ja nicht mal einen eigenen Hafen, von dem aus das Überseeterritorium hätte erreicht werden können, weshalb andere europäische Mächte es leicht hätten abschneiden können. Wäre das Gebiet aber trotz all der Schwierigkeiten in der Hand Liechtensteins geblieben, würde man dort heute wahrscheinlich Deutsch sprechen. Es wäre bestimmt eines der beliebtesten Ziele für deutsche Auswanderer auf der Suche nach einem neuen Leben geworden. Und Liechtenstein wäre heutzutage natürlich ein deutlich größerer Spieler auf der internationalen Bühne. Ein weiterer Zwergstaat ist Katar. Wie ihr wisst, findet dort bald die WM statt, die dort aber durch ziemlich illegale Wege gelandet ist. Deshalb schauen wir uns auf meinem neuen zweiten Kanal an, wie Katar die WM gekauft hat und vor allem, wie es damit durchgekommen ist. Schaut dort gerne mal vorbei. Ich will im Gegensatz zu hier, wo wir über Geschichte und Geografie sprechen, dort auf politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ereignisse eingehen. Wenn euch die Videos hier gefallen, bin ich mir sicher, dass euch die Videos dort auch gefallen werden. Also viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.